Guten Abend, Magdeburg. Guten Abend, Novosibirsk. Guten Abend, alle diejenigen unter Ihnen, die hier in dieser Gegend geboren sind. Einen guten Abend an denen unter Ihnen, die auch ganz weit entfernt geboren sind und trotzdem bald hier sind. Wir hören heute Abend Musik aus einer Entfernung von 6000 Kilometern von zu uns gekommen, mit Stimmen, die ganz wunderbar klingen. Wir haben eine Stunde geistliche und volkstümliche Musik vor uns. Und wir danken jetzt am Anfang all denen, die es möglich gemacht haben, dass wir heute so wunderschön wohlklingende Gäste haben und auch all denen, die unter uns sind und das mit vorbereitet haben, dass wir gleich so wunderbar Musik hören können. Мы сегодня услышим музыку, которая приехала к нам издалека, за 6000 километров от нас находится. Голоса эти звучат просто прекрасно. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто помог нам организовать и поездку в город, и концерт сегодня. Сегодня в программе у нас будут как духовные песни, так и русские народные песни. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. So weit zu fliegen, bis nach Moskau, dann bis nach Berlin und dann mit dem Zug hierher und übermorgen wieder zurück. Sie sind durch Sachsen-Anhalt getourt. Unterstützt hat uns die Wohnbau besonders, unterstützt hat uns Arbeit und Leben durch die guten Kontakte, so weit ans andere Ende der Welt. Unterstützt haben uns, hat uns auch die Deutsche Bahn, auch die AKW mit der Versorgung, mit dem Fahren, was bei so vielen Leuten einfach ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Конечно, очень большую работу проделали наши молодые люди, которые летели сперва через Москву и Санкт-Петербург, затем через Берлин и, наконец, сюда, на поезде. Послезавтра тем же маршрутом обратно они отправляются домой. Мы хотим поблагодарить все организации еще раз, которые помогли нам организовать путешествие хора и по земле Заксен-Анхальт. Конечно, хотим поблагодарить организацию «Арбит Леви», «Лобау», «Дойче Бан». Das heutige Konzert, damit wir nicht schließen, ist das Abschlusskonzert. Es wird besonders gut. Wir Malteser sind heute eingeladen und das freut uns besonders sehr, weil mit dem, was in der Musik zum Ausdruck kommt, gewissermaßen auch ein Dienst am nächsten, der uns besonders am Herzen liegt, ebenfalls zum Ausdruck kommt. Und so verbindet uns, die wir hier in Magdeburg uns im Sozialbereich engagieren, auch für ältere Menschen, auch für Kranke, auch für Sterbende. Deshalb ist der Anlass auf 5 Jahre Hospizarbeit. Uns verbindet mit Novosibirsk, dass die Jugendlichen Geld sammeln für ein, wir würden sagen, alten Pflegeheim. Gesprochen, gelebt. И мы хотим, конечно же, поприветствовать епископа Герхарда, который сегодня присутствует на концерте и скажет пару слов после духовной песни. Большое спасибо. Es werde Licht, es werde Musik genug der Worte, dass sie jetzt klingen. Also unser Konzert fangen wir mit dem geistlichen Gesang an.
Und das erste Lied hier heißt Gott ist mit uns von Vassili Zinoviev.
heißt Allheilige Maria von Alexander Bachanowski. Oh.
Дмитрий Бортнянский, an Mutter Gottes. Thank you.
Das nächste Lied heißt Der einzige Sohn von Pyotr Turchaninov. Und der letzte von geistlichen Gesang.
singen heißt dich, o Gott, verpreisen von Dmitri Bodjanski. Oh.
Super, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gern die Schirmherrschaft für dieses Konzert übernommen. Ich bin verwundert und freue mich, dass so viele zu diesem Konzert gekommen sind. Und ich bin dem Chor aus Novosibirsk sehr dankbar, dass er hier zum Lobe Gottes singt und unsere Herzen nachher auch noch mit Volksliedern erfreuen wird. Дамы и господа, я очень рада, что сегодня здесь собрались, и я очень благодарна хору, что он приехал к нам, что они наполняют наши сердца теми чувствами, которые они воспевают в своих песнях Богу. И я очень надеюсь, что песни, что народные песни, которые вы слышите сейчас, вам также очень понравятся. Я очень удивлен, что вас так много сегодня, я очень рада, что вы все сегодня сюда пришли. Спасибо. In der alten Messchronik wird berichtet, wie der Großfürst Wladimir von Kiew im 10. Jahrhundert Boten in verschiedene Länder aussendet, um zu erkunden, welcher Religion die Menschen dort folgen und welche Religion wohl für die Ostslawen die beste sei. Und als die Boten aus Konstantinopel zurückkehren, berichten sie, dass sie einen ganz festlichen Gottesdienst in der Hagia Sophia, der großen Kathedrale, erlebt haben, mit herrlichen Gesängen. Und sie wussten nicht, ob sie im Himmel oder auf der Erde sind. Старый Кривой Днестр говорится о том, как князь Владимир в 10 веке разослал корабли в разные земли, чтобы узнать, какая религия исповедуется в этих землях и какая религия будет лучшей для него, для русской земли. И когда вернулись корабли из Константинополя, моряки, плававшие на них, сообщили, что они попали на грандиозное празднество, и они не знали, находятся они на небе или на земле. Vielleicht wird es vielen von Ihnen jetzt auch so gegangen sein, dass Sie nicht wussten, ob Sie im Himmel oder auf der Erde sind. Может быть, и у вас сейчас создастся такое чувство, что вы не будете понимать больше, на небе или на земле. In einem alten Hymnus heißt es, wenn wir singen, vertreiben wir die Nacht. В одной из старинных песен говорится, когда мы поем, мы изгоняем ночь, мы изгоняем тьму. Möge der Gesang auch Licht in ihr Leben bringen, möge er auch denen Licht bringen, die in Novosibirsk leben, die auch Not leiden, die da gepflegt werden, möge auch ihnen dieses Licht leuchten und ihnen Hilfe sein. Так пусть же свет прольется через эти песни. Пусть свет прольется на тех, кто страдает, тех, за кем сейчас ухаживают и в Новосибирске. Пусть свет прольется на них. Ich danke noch einmal dem Chor sehr herzlich. Большое спасибо. Ich wünsche eine gute Heimfahrt dann auch. Viel Freude im Gymnasium und beim sozialen, karitativen Engagement. La morga e lieta. Я хочу еще раз поблагодарить хор. Удачной поездки домой, ребята, и успехов вам в школе и в вашей социальной деятельности. Большое спасибо.
Thank you.
Thank you.
Слово Пан Сергей Чеботаров. Eines der populärsten russischen Volkslieder, Питерская Straße.